Und damit herzlich willkommen zum modischsten Podcast dieser Woche. Hallo Jean, hallo Hauke. Hallo Micha. Wunderschönen guten Abend in die Runde. Genau. Und hallo alle zusammen, die gerade live dabei sind. Man sieht es bei euch sehr gut, bei mir eher nicht mit modisch. Ja, aber wir haben sogar alle dasselbe an, denn wir haben ja was bekommen, nicht? Also, ja, genau. Das erste Fangeschenk, jedenfalls bei mir. Bei euch auch? Also bei mir das erste T-Shirt auf jeden Fall, ne? Ja. Ja. Und den Rest weißt du gar nicht mehr, wo du den Rest unterbringst. Boah, du, das ist immer wieder so viel. Nee, Spaß. Nee, also das kommt bei mir sehr wahnsinnig selten vor. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr mal was zugesendet bekommen. Das war's aber. Also relativ wenig eigentlich auch. Passt voll. Aber ja, auf den Kilux wurden wir überrascht, würde ich einfach mal sagen. Ne? Vielleicht will es ja jemand von euch ganz kurz erzählen. Für diejenigen, die nicht dabei waren. Wir hatten ja sogar Bilder davon. Weiß gar nicht. Also ich habe die jetzt nicht da. Dürfen wir sowas überhaupt zeigen? Ich hätte sie da, aber ich würde sie erstmal nicht zeigen. Ne? Weil genau. Können wir vielleicht ein anderes Mal machen? Also ja. Wir haben ein nettes Gruppenbild gemacht. Also wir drei Hübschen hier plus zwei Brüder, die uns auf verschiedenen Kanälen ja regelmäßig wohl schauen. Und ja, das ergab sich denn, dass sie aus Bremen nach Kiel kamen, wo wir ja zu dritt dann auch das erste Mal zusammen waren. Und ja, dann haben wir so ein paar Bilder gemacht und T-Shirts getauscht quasi. Genau. Eine ganz neue Erfahrung. Also ich bin ja noch nicht so lange in diesem Business drin, wie man das auch immer nennt. Also ja, fand ich schon sehr überraschend, aber auch sehr nett. Mhm. Und darum haben wir jetzt alle dieses wunderbare T-Shirt an. Genau, da gehen nochmal beste Grüße an den Markus und den Ingo raus. Grüße nach Bremen. Ja, ist echt unglaublich und ich muss sagen, das Ding ist wirklich richtig stylisch. Also ich habe es auch im Alltag schon ein, zwei Mal angehabt auch. Richtig cool. Gefällt mir mega gut, muss ich sagen. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass das Tuxfleisch-Logo so gut auf so ein T-Shirt passt. Also ja, mega cool. Ich bin von der Funktechnik begeistert. Also, die ist klasse, ne? Die ist auch richtig hochwertig. Ja, also das Logo an sich ist ja so eine neonfarbene Straßenreflexion und dass man die so gut quasi inzwischen drucken kann auf einem T-Shirt, Mensch, da war ich beeindruckt. Und eigentlich auch ziemlich detailreich, also es sieht einfach schön aus, sieht echt schön aus. Also vielen, vielen Dank nochmal und ich denke, wir werden uns wahrscheinlich allerspätestens bei den nächsten Kilux wieder live sehen. Ja, freue ich mich voll drauf. Exakt. Ja, dementsprechend würde ich einfach mal von Dankeschön in das Thema reinstarten. Das klingt gut. Ja, also was wir diesmal besprechen wollen würden, beziehungsweise was ich ganz interessant finde, ist Linux Mint mit einmal ihrer Hauptdistribution, eben Linux Mint und ihrer Nebendistribution oder ihrem Rettungsboot Linux Mint Debian Edition. Kenne ich so von keinem anderen Distributionsprojekt, dass die quasi in Anführungszeichen zweigleisig fahren. Und das finde ich doch schon sehr besonders und speziell. Weiß ich nicht, wie ihr das so empfindet. Also ich muss sagen, mir würde jetzt auf Anhieb auch kein anderes Projekt einfallen, was ungefähr genau diese Schiene fährt. Und ich muss sagen, es ist strategisch eigentlich sehr, sehr schlau. Man macht sich nicht abhängig von einer einzelnen Distribution, sondern wenn das eine Boot, ich sag mal, kentert, dann hat man immer noch das andere Boot. Und das ist tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und von daher kann ich das eigentlich nur ziemlich unterstützen. Ne? Hauke, wir haben uns vorgestern haben wir uns LMDE auf jeden Fall mal angeschaut. Ja. Linux Mint kennen wir ja fast alle eigentlich auch schon ganz gut. Und ich muss sagen, ich war auch wieder überrascht, wie ähnlich das von der Benutzung her doch zu Linux Mint nochmal ist und wie benutzerfreundlich. Also von daher, man hat eigentlich erstmal in der normalen Benutzung sehr wenig Unterschiede am Anfang. 1, 2, 3 Sachen gibt es da schon, aber ich finde diese strategische Entscheidung sehr, sehr schlau. Auch wenn jetzt beispielsweise vor, 2, 3 Jahren haben sie mal so Nutzungsstatistiken veröffentlicht, wie viel Prozent jetzt eigentlich hier LMDE nutzen. Und das waren unter 1% auf jeden Fall von der Linux-Mint-Verteilung.
Also ungefähr, ne? Also unter 5%, ich glaube sogar unter 1% oder 1-2%. Also wirklich verschwindend gering wenig. Aber trotzdem hat der Projektleiter, Clem heißt er, dann auch gemeint, hey, wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Es macht für uns nicht zu viel Arbeit und es bietet halt nochmal diese Unabhängigkeitskomponente, die halt schon nochmal sehr cool ist. Und auch langfristig, ich sag mal, dem Projekt Cinnamon bzw. Linux Mint, ja, ne, ich sag mal, hoffentlich eine gute Zukunft voraussagt. Also bevor du da warst, haben wir uns schon ein bisschen unterhalten, also Micha und ich, und mir fiel da so eine Geschichte ein. Ich erinnere mich ja manchmal an solche Sachen. Es gab vor einer gewissen Zeit, einer geraumen Zeit, mal so eine Streiterei zwischen Ubuntu und Linux Mint. Das habe ich dann vorher nochmal nachgeguckt und das war 2013. Also das sind jetzt 10 Jahre. Wo es denn darum um Lizenzen ging, weil Linux Mint ja die Binärpakete von Ubuntu direkt einbindet. Die werden direkt von Canonical-Servern runtergeladen oder von den Mirrors direkt. Und die Pakete sind unverändert. Und darum gab es halt so einen Hickhack, wo irgendwie Canonical Lizenzgebühren haben wollte, für diese Binärpakete irgendwie Geld sehen wollte. Das fand Linux Mint nicht gut und die Gegenseite Canonical sagte, ja, ihr kooperiert nicht mit uns, also ihr steckt da nichts in die Entwicklung rein von den Paketen, irgendwelche Sicherheitssachen, darum ging es. Und das ist eine Geschichte, die über 10 Jahre schon alt ist. Und ich denke mal, das hat auch dazu geführt, diese LMDE-Version weiterzuführen, oder vielleicht ist sie dadurch auch erst entstanden, das kriege ich aus dem Artikel hier jetzt nicht raus. Einfach als Absicherung, wenn Canonical jetzt mal wieder so einen Rappel kriegt und sagt, nö, ihr dürft das nicht mehr machen, damit die bei Linux Mint sagen können, ja gut, dann machen wir das nicht mehr, wir haben da schon mal was anderes vorbereitet. Ich glaube fast, dass es wirklich so ist, dass die daraus entstanden ist, natürlich ohne Gewähr, aus diesem Vorfall sogar entstanden ist das Ganze, weil, wo ich angefangen habe mit der ganzen Linuxerei, gab es LMDE noch nicht, aber dafür noch Linux Mint KDE. Ja, also Linux Mint KDE, das habe ja ich sogar noch mitbekommen. Ich glaube, ist 2019 in Rente gegangen, habe ich letztens erst noch mal recherchiert, meine ich, dass es 2019 gewesen war. Echt, doch so lange? Krass. Ja, schon, ja, ja. 2015 bin ich zu Linux Mint hingekommen und ich meine, da gab es schon LMDE. Davor weiß ich nichts, ne, was da mit Linux Mint geschehen ist. Von daher kann das aber schon ziemlich gut sein, dass es aus diesem Streit raus entstanden ist, weil Linux Mint hat tatsächlich auch schon die Jahre davor sehr, sehr große Aufmerksamkeit bekommen und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Canonical erstmal nicht geschmeckt hat. Von daher, ja, absolut nachvollziehbar, dass man hier vielleicht dann auch nochmal gesagt hat, okay, gut, man geht nochmal auf ein anderes Schiff und ich würde mal sagen, auch eine relativ gute Wahl jedenfalls, als wenn man sagt, okay, gut, man nimmt nochmal irgendwas ganz Fremdes, war natürlich auch ganz klar das Naheliegendste. Ne? Aber ich finde, die LMDE-Version haben sie aktuell ziemlich gut umgesetzt. Wollte ich gerade drauf raus, gerade mit Debian 12 als Unterbau, der ja aktueller denn je für Debian-Verhältnisse, Klammer auf, Klammer zu, ist, ist das eigentlich eine grundsolide Basis. Was ist denn da jetzt, ihr habt es ja vor kurzem auf dem Tisch gehabt, so der signifikanteste Unterschied zwischen der, ich sag mal, Hauptversion Linux Mint zur Linux Mint Debian Edition? Ist es wirklich die Paket-Repositories und implementieren sie gleich Flatpak oder ist das nur möglich? Ich meine, Flatpak ist schon implementiert, was ich gesehen habe. Genau, ist eigentlich, ich sag mal, wirklich der größte Unterschied einmal die Repositories, aber tatsächlich auch nochmal eine weitere Sache, die dadurch halt, ich sag mal, mit reinkommt, ist die Treiberverwaltung. Die gibt es, glaube ich, unter LMDE nicht, das haben wir nachgeschaut. Das heißt, man darf seinen NVIDIA-Treiber beispielsweise dann selber installieren. Das geht zwar auch relativ gut mittlerweile, aber da bietet jetzt Linux Mint selber nichts Fertiges mit. Ansonsten, bin ich ehrlich, ist mir jetzt auf den ersten Blick
kein größerer, weiterer Unterschied eingefallen, außer dass der Release-Zyklus halt ein anderer ist und man dann doch schon eher auf älterer Software dann erstmal stehen bleibt, bis die nächste LMDE-Version herauskommt. Da wird nicht immer so viel, ich sag mal, noch zurückportiert auf diese Version. Ansonsten würde ich sagen, sind die fast gleich. Der Installer ist anders, ist klar, aber ansonsten. Ja, blöde Frage, weil ich es nicht besser weiß. Wie sieht es mit diesen, ich sag mal, Linux Mint eigenen Tools, also eigenen Tools auch in Anführungszeichen, wie Warpinator und so aus? Sind die auch in der LMDE-Version drin? Das ist der Fall. Also eigentlich alle Minty-Tools, die mir bekannt sind jedenfalls, also ich habe nicht alles durchgezählt, aber es scheint alles da zu sein. Also das ist schon, also ich sag mal, die Linux Mint-Erfahrung wirklich auf Debian portiert. Das ist echt eine coole Sache. Also da ist doch noch mal ein bisschen mehr dahinter, als jetzt unter dem Debian Cinnamon, was wir dann da vor 2 Tagen in unserem Livestream da nochmal verglichen haben. Das fand ich sehr, sehr stark. Ne? Also da hat tatsächlich LMDE meiner Ansicht nach viel Sympathiepunkte eingesammelt, kann man schon sagen. Ah. Verrückt. Also ich denke mal, der Aufwand ist auch wirklich nicht so groß. Also die Pakete sind ja schon so vordefiniert, dass man sie denn auf der Zielplattform neu kompilieren kann mit den Paketbauprogrammen und da ja letztendlich beides eine Debian-Basis hat, also auch Ubuntu hat ja eine Debian-Basis, wird das wahrscheinlich nicht so schwierig sein. Und diese kleinen Unterschiede, also wie du schon sagtest, mit dieser Treiberverwaltung, was einen anderen Unterbau hat, man hätte sowas Ähnliches auch relativ einfach für die LMDE-Version bauen können. Da heißt das Paket für Nvidia, heißt das einfach bloß Nvidia, das Paket? Nvidia-Driver oder sowas, ne? Also sehr, also sehr entspannt erstmal. Also das hätte man prinzipiell genauso machen können. Da trägt man einen anderen Paketnamen ein, packt das Icon da in dieses Startmenü oder diesen Startdialog rein und schon wär das fertig gewesen. Oder sage ich jetzt mal so, ohne die Struktur von dem Programm, was dahinter steht, zu kennen. Wechsel den Paketnamen aus und schon hätten wir das gehabt. Also ja, aber das lässt sich ja relativ einfach dann auch paar nachinstallieren. Ja, also im Großen und Ganzen hat das auch funktioniert, oder? Also mir fällt jetzt eigentlich nichts Negatives ein. Ich habe das ja ausprobiert in der virtuellen Maschine beim Livestream, was da jetzt irgendwie nicht funktioniert hätte. Also war eigentlich alles insofern okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlechter ist als die Hauptversion, die auf Ubuntu basiert. Also ist alles gut. Und ich glaube sogar, aufwandstechnisch ist es gar nicht wirklich so viel, wie man meint. Dadurch, dass er ja, ist die Hauptversion von Mint immer noch die Cinnamon-Version? Ja. Also Cinnamon Desktop ist der Mint Desktop. Das ist Flaggschiff, ganz klar. Genau. Ah, okay, genau. Und dadurch, dass wir einmal diesen Flaggschiff-Desktop-Environment haben, nehmen Sie sich ein aktuelles Debian Stable und gucken, was da von Ihren Tools drauf geht. Und wenn Sie kleine Anpassungen machen müssen, dann wird das deployed, gepusht und quasi in irgendeine Pipeline geschubst und im Endeffekt kommt dann die fertige Linux Mint Debian Editions ISO raus, um es jetzt mal salopp aufs Nötigste runterzudampfen. Also. Absolut, also da, also sie haben tatsächlich nur noch mal ein bisschen was im Untergrund, sage ich mal, mit drin, beispielsweise jetzt einen eigenen Paket-Daemon, also Software-Daemon, sage ich einfach mal. Beispielsweise kannst du, was bei Debian Cinnamon und bei Linux Mint Cinnamon, einmal Rechtsklick auf eine Anwendung im Menü auswählen und dann deinstallieren drücken. Und dann startet sich so ein Deinstaller. Ich habe mir das mal ein bisschen auf der Ebene angeschaut, als ich so ein bisschen für mein Linux Assistant rumprobiert habe. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Anwendung und das greift auf einen eigengeschriebenen Paket-Daemon, ich sag mal, oder Programm-Daemon von Linux Mint zurück, der ist dann da auch schon mit drin. Also man hat schon das Debian genommen, dieses Basis, aber hat schon die eigentlich jede Linux Mint-Technologie, die ich kenne, schon da rein implementiert. Und wenn man das, ich sag mal, so zusammenbaut, dass es jetzt nicht nur auf Ubuntu zusammen gestraucht ist, dann ist das tatsächlich auch relativ wenig Wartungsaufwand, würde ich mal sagen. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt viel anpassen musste. Also das ist schon eine ziemlich coole Sache.
Also umgekehrt denke ich gerade bei dem Debian 12, da ist ja ein Cinnamon schon mit bei. Also die ganzen Bibliotheken, die dafür gebraucht werden, die sind schon mal im Standard mit drin und das wird auch alles maintained. Also das wird durch das Debian-Projekt sowieso ja, paketiert, da wird geguckt, dass das auch funktioniert und so weiter. Da könnte es sogar deutlich einfacher sein, die kleinen Anpassungen von dem Cinnamon MINT-eigenen Desktop draufzubringen, im Gegensatz zu dem Standard-Cinnamon, was Debian mitliefert, im Gegensatz zu Ubuntu, wo der ja überhaupt nicht, oder? Der ist gar nicht mit dabei, oder? Kann man ihn nachinstallieren? Was jetzt nochmal genau? Ob man bei so einem Standard Ubuntu einfach sowas sagen kann wie apt install cinnamon desktop. Geht das? Du kannst auf jeden Ein Fall ein Ubuntu müsstest Tastsel du es irgendwie ausführen. installieren. Tastsel kannst du da genauso ausführen wie auf dem Debian und da müsste der Cinnamon Desktop vielleicht mit dabei sein. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich das schon ganz lange nicht mehr auf dem Ubuntu ausgeführt habe. Ich meine aber, dass es tatsächlich funktionieren müsste. Bei einem Ubuntu jetzt selber, dass du das hinbekommen müsstest. Das solltest du, ich glaube, das müsstest du hinbekommen. Wie das Paket genau heißt, weiß ich nicht, aber es gibt beispielsweise jetzt auch Ubuntu Cinnamon als neuen Ableger oder ich sag mal als offiziellen Spin-off jetzt auch. Den habe ich mir auch schon mal angeschaut. Der braucht noch ein bisschen, würde ich sagen. Aber von daher gehe ich von aus, dass du so ein Paket in der Richtung auf jeden Fall haben wirst. Also in den Paketquellen ist es auf jeden Fall drin. Ich glaube, das war es auch schon länger, auf jeden Fall. Wobei ich muss sagen, Cinnamon fällt, wenn du nicht auf Linux bist, schon ziemlich hässlich aus der Tüte. Also da ist XFCE noch fast schöner, finde ich, im Standard. Die Standardbenutzererfahrung von Cinnamon ist echt, boah, also das ist, als ob Das muss man wirklich mögen. du, ja, als ob du zu viel Zimt auf dem Löffel hast. Das ist, boah. Das ist nicht so geil. Absolut, Ja. absolut. Cinnamon war doch Zimtrolle, oder? Oder Zimt? Ja, genau, Cinnamon ist Zimt, ne? Also Cinnamon ist einfach das Zimt Nur gewürzt. Zimt? Okay. Ich Nur dachte irgendwie, es Zimt, nur ist. Zimt. Nee, du hast ja diese Berge, ne? Also in diesem Cinnamon-Logo. Das kennt ja eigentlich auch kein Schwein, weil es nirgendwo groß drin ist. Aber du hast so zwei Berge. Es sind vielleicht so Zimtpulverberge oder irgendwie sowas. Ja. Ja, okay. Kann man machen, muss man aber Lecker. nicht. Genau, das ist, ich glaube, der richtige Satz dafür. Ja, Cinnamon Desktop habe ich schon eine ganze Weile abgeschworen. Das war mal, als ich Linux Mint genutzt habe. Das war auch cool fürs Ganze, aber inzwischen holt es mich nicht mehr vom Ofen hervor oder hinterm Ofen hervor. Das ist halt, das kann man benutzen, aber ist jetzt auch nichts, was total verrückt ist. Absolut, ja, das stimmt schon. Absolut. Also ohne jetzt Also. die Cinnamon-Nutzer beleidigen zu wollen. Das ist halt ein grundsolider Desktop. Das wird ja, glaube ich, auch auf der Linux Mint-Seite so beschrieben. Reliable, solid. Irgendwie haben sie doch den Desktop beschrieben in der Form. Sicher irgendwie, ne? Also ich würde tatsächlich sagen, also ich persönlich fühle, ich bin natürlich Cinnamon-Nutzer, ich bin da natürlich etwas vorbelastet, aber ich finde es eigentlich den perfekten Desktop für die Produktivität. Also vielleicht ist da KDE, wenn man es einrichtet, genauso gut. Kann ich mir schon gut vorstellen. Gut, KDE gibt es nicht auf Linux Mint, deswegen fällt es raus. Aber ansonsten würde ich mal sagen, von den Funktionen, die auch dahinter nochmal stecken, ich hatte jetzt vor 2 Tagen jemanden, der wollte die Windows-Erfahrung noch ein bisschen besser nachbilden. Und zwar, wenn du unten auf die Icons drückst, wenn du mehrere Fenster von irgendwas geöffnet hast, dann ist es bei Windows so, dass sich nur diese Vorschauen öffnen und du auswählen kannst, welches Fenster von diesen beiden willst du jetzt. Und das konntest du einstellen beispielsweise. Also du kannst in so vielen kleinen Widgets, in so vielen Ecken doch so viel konfigurieren, was mich immer wieder überrascht mit Cinnamon. Da kommt ein GNOME nicht hinterher und ein KDE wird auf jeden Fall hinterherkommen, XFCE wird aber, glaube ich, auch nicht immer hinterherkommen. Ne? Wobei ich glaube, XFCE dafür andere Sachen hat. Aber so von der Produktivität her finde ich das Ding klasse. Effekte und so weiter habe ich ausgeschaltet, braucht kein Mensch gefühlt, wenn du produktiv arbeiten möchtest. Aber ansonsten, ich könnte mir keinen besseren Desktop vorstellen. Ist aber natürlich auch deswegen so, weil ich den natürlich sehr, sehr ausreize und schon seit Jahren nutze. Ich denke, das werden wahrscheinlich viele von ihrem eigenen Desktop behaupten. Hauke nickt schon. Zuversichtlich. Ja,
Ja, so ist das, ne? So ist es im Wer Leben, hat, ja. hier hat jeder seine eigenen Vorlieben und das ist ja auch eine große Stärke davon. Ne? Man kann sich aussuchen, was man möchte und ist nicht darauf festgenagelt, hier das Betriebssystem, der Desktop, was anderes gibt es nicht. Das ist eben das Schöne dabei. Voll verständlich. Ja. Auf was schwörst du gerade, wenn ich dich fragen darf? Außer du musst gerade was aufheben. Das liegt Ich da weiß ganz nicht. gut. Nee, das liegt da ganz gut. Das ist. Ich frage mich nur, wie es aus der Tasche gerutscht ist, aber egal. Was ich gerade nutze ak aktuell. Wolltest du wissen, oder? Richtig, richtig, also auf welchem Desktop du schwörst, hauptsächlich. Also hauptsächlich kann ich gar nicht mehr sagen, weil das ziemlich geteilt ist. Im Homeoffice benutze ich XFCE, weil es schnell und schmal und meinen Bedürfnissen entspricht. Hier gerade bei der Mediengestaltung, sage ich mal, ist es der Cosmic Desktop, also PopOS mit ihrer Implement oder mit ihrer Interpretation des GNOME Desktops, später dann Cosmic. Und vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, kurz nachdem ich aus Kiel wiedergekommen bin, hat es mich mal gerappelt und auf meinem alten Notebook habe ich ein Debian 12 ohne grafisches, Quatsch, nicht grafisches, ohne, wie heißt es, Desktop-Environment installiert, wo ich gerade i3 nachinstalliere als Tiling-Window-Manager und das so peu à peu einrichte und, oder mal gucke, ob ich damit klarkomme. Sehr Also. geil. Was sind deine ersten Eindrücke? Es funktioniert. Das ist ja schon mal gut. Ja. Es tut zwar weh, aber es funktioniert, oder? Also es kann sein, dass dieses Notebook einfach zu alt ist und eine zu schlechte Auflösung hat, damit alles vernünftig aussieht. Also ich hatte jetzt schon die Situation, da hatte ich Fensteraufteilungen, die waren sehr, sehr unpraktisch. Das ist aber auch dieser krummen Desktop, ja doch, Desktop-Auflösung geschuldet. Das ist diese 1300 irgendwas mal 700 irgendwas. Die ist mitunter manchmal gar nicht mehr so toll unterstützt oder implementiert in den ganzen Sachen. Ja gut, ist dann nervig, ja. Aber es ist halt so mein kleines Test- und Spiele-Notebook. Also Experimentier- und Spiele-Notebook oder Kaputt-Spiel-Notebook, sagen wir es so. Deswegen, Wenn das es tut in nicht Rauch weh. aufgeht. Ja. Ja, kann es Vielleicht nicht. kurz Der zu. Lüfter ist groß genug. Das ist noch relativ alt. Da ist der Lüfter groß genug. Gut. Das ist gut. Hat verändert eigentlich richtig gut zusammengeschrieben im Chat. Frage 4 Linuxer, welches der beste Desktop ist und erhalte 8 verschiedene Antworten. Ja, sage ich auch immer ungefähr so in der Art. Das ist tatsächlich schon häufig der Fall, dass Aber man sich das geht ja eigentlich noch. fragt. So. Es geht noch. 8 Antworten ist Nur eigentlich ein guter zwei Schnitt. pro Nase. Bin ich ehrlich? Ist gut. Ist gut, ja. Das ist dann die Ist gekürzte und bereinigte, das, was sich gegenseitig die weggekürzt hat. Ist das schon Genau, raus? genau, genau, genau. Ja, absolut. Man hat da schon ein bisschen was. Ja, aber es ist ja so häufig in der Linux-Welt. Das ist auch das Schöne, ne? Dass dann da ja, man doch relativ viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, solche Sachen dann zu nutzen. Na? Und wenn wir vielleicht, je nachdem, wieder so ein bisschen aufs Thema LMDE zurückkommen. Skabler hat vorhin geschrieben, hey, wenn Ubuntu mehr auf Snap setzt, was macht Linux Mint dann? Ne? Und das habe ich mir auch schon immer mal wieder gefragt, oder mich immer wieder gefragt. Ich bin aber noch auf keine richtige Lösung gekommen, wo ich wirklich sagen würde, okay, das wird geschehen. Ich habe das Gefühl, ja gut, sie werden immer mehr auf Debian setzen, aber ich glaube, diesen Umschwung hinzubekommen von so vielen Nutzern, und da wird sichern vielleicht noch nicht alles zu 100% laufen und mit den Treibern und so weiter, aber das würde man hinbekommen, glaube ich, das wäre schon eine Riesenumstellung. Von daher, ich würde mal so sagen, wird Linux Mint das so weitermachen, bis es nicht mehr geht, die Ubuntu-Version. Und ich glaube, bis es nicht mehr geht, da dürfen wir noch ein bisschen warten. Ich bin gespannt, wie sie es mit Cups machen. Cups ist ja jetzt auch als Snap dann bei Ubuntu drin, für die kommende LTS-Version auf jeden Fall. Das ist ja diese ganze Drucker, ich sag mal, das ganze Druckersystem von Unix, sage ich mal, oder beziehungsweise von Linux jetzt in diesem Fall. Es war eh ein sehr, sehr Und mutiger Schritt, sowas in eine Containerlösung zu stecken.
Das stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert, weil diese Snap-Server-Anwendungen, die funktionieren erstaunlich gut, finde ich. Und da ist auch schon erstaunlich viel mit drin. Das muss ich schon sagen, da haben sie sich viel dabei gedacht. Soll vielleicht langfristig so eine Docker-Alternative nicht richtig. Aber also sie haben sich schon viel dabei gedacht. Das funktioniert erstaunlich gut. Beispielsweise der Installer von Ubuntu, der ist schon seit Jahren nur als Snap mit dabei von diesem Ubuntu-Server auf jeden Fall. Und viele andere Anwendungen auch, das, was man gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Und das funktioniert erstaunlich gut, würde ich sagen. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Rechnung im Serverbereich viel mehr aufgeht oder im Systembereich viel mehr aufgeht als jetzt beim Desktop mit dem Firefox oder sowas. Da haben wir ja immer noch so 1, 2 verschiedene Sachen, die nicht so gut funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass beim CAPS du das schon ziemlich gut hinbekommst. Aber zeigen wird es die Realität, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Ich habe nur gerade nebenbei mal parallel auf der Mint-Seite mitgelesen oder mitgeguckt, das, was ich vorhin noch so angesprochen habe, wie sie es bewerben, die einzelnen Versionen, das ist ja noch die ganz alte Webseite gewesen. Das ist inzwischen raus. Schade eigentlich. Welche? Naja, die haben die drei Hauptversionen, also Cinnamon, Mate und XFCE quasi noch so ein paar tolle Adjektive gegeben. Da wollte ich mal nachschlagen, welche das bei Cinnamon waren, aber das haben sie inzwischen auch eingekürzt und vereinheitlicht. Rock Solid steht hier so. Freedom comes elegance, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Das war mal so ein Slogan von denen. Ne? Habe ich aber auch lange nicht mehr gehört. Bin ich ehrlich. Ich scroll hier so ein bisschen durch, aber ich finde es nicht mehr. Aber das ist halt, an was ich mich noch erinnern kann, ist die alte Linux Mint-Seite. Ja, die war ja quasi auch noch bis letztes Jahr aktiv, oder? Gefühlt. Also die haben sich da viel Zeit gelassen. Auf der Download-Seite, da wird beworben Cinnamon Edition, Sleek, Modern, Innovative. Ach doch. Gut. Dann Mate, Stable, Robust, Traditional und XFC Light, Simple, Efficient. Das habe ich gesucht. Gut. Ja, gut. Ja, man merkt wirklich, wo sie die Leute hin bewegen möchten. Allein schon durch die schönen umschreibenden Worte. Willst du was Modernes, nimmst du Cinnamon. Alles andere? Willst du was Stabiles, nimmst du was anderes. Also, wobei, also hat Cinnamon so viele Fehler? Ich weiß es nicht, das schließe ich jetzt einfach daraus. Willst du was Stabiles und was Robustes, dann nimmst du Mate. Dann nimmst du Mate, das stimmt. Ja. Ja. Wobei ja XFCE, wobei XFCE letztens einen richtig blöden Bug hatte auf dem Linux Mint. Habe ich mir gar nicht vorstellen können. Das sind alle offenen Fenster auf dem Desktop aufgeploppt, also als Icon. Das war sehr merkwürdig. Das habe ich von mehreren unterschiedlichen Quellen gehört. Aber sehr nur merkwürdig. In der Mint-XFCE-Version oder allgemein in allen XFCE-Desktops? Weil ich habe es so nicht miterlebt. Ich habe es nur von Mint-XFCE-Nutzern mitbekommen. Das muss ich sagen, das ist dann so, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Dass dann sowas mal auch, ja gut, ich kann es mir tatsächlich auch noch gar nicht vorstellen, warum das genau passiert ist. Aber so einfach stellt sich ja sowas nicht um. Sehr interessant. Irgendwas mit der gconf oder sowas gewesen. Das ist kein Bug, das ist eine Einstellung, sagt verändert. Welche denn? Ja, genau, das ist eine Einstellung, aber die wurde verändert. Also, sagt verändert. Sorry, tut mir leid. Aber es ist eine Einstellung, die nicht vom Nutzer getätigt wurde. Ne? Klar, ist eine Einstellung, kann man wieder zurückstellen, absolut. Aber das sehe ich als Bug an. Ne? Wenn eine Einstellung da reinkommt, die man da eigentlich nicht eingestellt hat. Mhm. Ich das Problem bei dem Upgrade meines Servers, der ja auch ein Desktop-Environment hat, aus Gründen. Dort von XFCE 4.16 auf 4.18, da gab es auch eine Standardeinstellung, die gesetzt wurde, was quasi bewirkt hat, dass jedes Mal, wenn der Monitor, der ein Fernseher ist, quasi in Sleep gegangen ist, kurz dieses Anzeigeeinstellungsfenster aufgegangen ist. Da musste man echt einen Haken setzen in den Einstellungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen. Ich müsste es mir mal angucken. Dann kann ich ihn auch nochmal beim Namen nennen. Aber das ist halt eine Einstellung gewesen, die ist mit dem XFCE-Upgrade mitgekommen. Hat mich tierisch genervt. Sehr ärgerlich.
Dann dachte ich erst, hier wären Prozesse im Hintergrund gestartet. Nee, 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 das war halt, da musste man sich so ein bisschen durchs XFCE-Forum wühlen, dann hat man es gefunden. Aber erstmal drauf kommen, nach was man sucht, dass man mich auch nicht so leicht. Aber das sind ja die Leiden eines Linux-Nutzers. Man sucht jeden Tag was Neues, Verrücktes. Absolut. Desktop absolut. Kaputt. Ja. Einfach mal eine Suchmaschine eingeben, dann kriegst du sofort die Lösung. Ja, vielleicht nicht ganz. Das stimmt, ja. Ja, so. Ja, LMDE 4 for the win oder LMD 4 for the win ist LMD for the win langsam. Ist geschrieben. Ja, LMD for the win. Ah, okay, jetzt. Ich dachte, er meint die LMDE. Ich dachte, da war noch ein Vor separat, aber hey, manchmal sehe ich schon Sachen, die nicht da sind. Kann man dann so sehen, wie man möchte. Aber bevor Hauke angefangen hat, wollte ich mal nachfragen, ob ihr LMDE-User kennt, die das schon eine ganze Weile nutzen. Oder vielleicht haben wir sogar gerade jemanden da als Zuschauer, als Live-Zuschauer dabei. Ich würde mal wissen, wie upgradebar ist LMDE? Kann man da auch einfach die Standard-Repos austauschen und dann ein Update machen? Du gibst mir hier so eine richtig schöne Steilvorlage, auch das Forum von LinuxGuides aufmerksam zu machen, weil da hat jemand einen Artikel geschrieben. Ich meine, es war sogar Action-Schnitzel, der hier mit drin ist, auch im hier im Stream, sage ich mal, in der Live-Aufnahme. Der hat da einen richtig coolen Blogartikel geschrieben. Upgrade auf Faye heißt es. Sehr cool. Also die haben tatsächlich ein eigenes Mint-Upgrade-Tool dafür erschaffen. Also das Mint-Upgrade-Tool, was ihr aus Linux Mint erkennt. Und das macht quasi am Ende, ich glaube, so ziemlich genau das Ändern der Paketquellen und vielleicht noch ein bisschen Hokuspokus außenrum. Ich gehe mal davon aus, wenn du die Paketquellen einfach so änderst, wirst du es auch hinbekommen. So macht das Mint-Upgrade aber tatsächlich schon grafisch relativ schön. Also die Update-Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Schaut euch da gerne den entsprechenden Blog-Eintrag auf dem Linux-Guides-Forum an. Also gibt es ein Upgrade-Tool. Ne? Das sehr cool, ne? Ja. Also haben sie quasi das grundstabile Fundament genommen und dem User quasi nochmal zu dem Fundament quasi noch was passt jetzt bildlich dazu? Noch ein stabilisierendes Werkzeug in die Hand gegeben. Keine Ahnung. Ich habe mich da in eine metaphorische Sackgasse begeben. Ja, kein Lux-Gerät, sondern eher ein Makita-Gerät oder sowas. Ja. Ab die Post. So eine schöne Makita-Kettensäge erinnern. Nee, okay, sorry. Ja. Ich schweife ab. Das merken wir. Ja, macht doch nichts. Wirklich? Ja. Genau. Yes. Das finde ich aber alles hochinteressant. Ich muss aber sagen, ja? Ja, also mach ruhig. Vielleicht wollen wir auf die gleiche Frage hinaus. Würde jemand von euch das nutzen, LMDE? Nee. Also, wenn, dann nicht mit Cinnamon Desktop. Also. Ja. LMDE gibt es nur mit Cinnamon Desktop tatsächlich. Ja. Von daher fällt das dann raus, ne? Ich würde es auch nicht nutzen. Also jedenfalls, ja, keine Ahnung. Also ich fand es eigentlich ganz cool, mir dann selber zusammengebaut zu haben. Und wenn ich was Einfaches nutzen will, dann nehme ich lieber, ich sag mal, setze ich auf die Erfahrung von der Ubuntu-Version, weil ich die halt schon ewig lang im Einsatz habe und sage, okay, für mich funktioniert die immer noch. Von daher will ich die Ubuntu-Version. Und von daher, was ich schon vor ein paar Jahren auch gemeint habe dann, als dann auch diese Nutzerstatistik rauskam, dass LMDE gefühlt so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, würde ich sagen. Wer ein richtiges Debian nutzen will, nutzt wirklich Debian. Und wenn Linux Mint nutzen möchte, nutzt aber eher ein Linux Mint, sage ich mal, was er vielleicht schon länger kennt. Aber ich würde jetzt erstmal keinem Neueinsteiger LMDE über der Linux Mint Ubuntu-Version empfehlen, weil die Linux Mint Ubuntu-Version, der meiner Ansicht nach eigentlich keine Schwächen hat. Und die Linux Mint Ubuntu-Version ist doch weitaus verbreiteter, dass man da auch Hilfe finden kann als Neuling. Von daher finde ich da nur eine sehr, sehr, sehr kleine Zielgruppe, die vielleicht wirklich genau auf diesem Mix stehen. Ich wäre wahrscheinlich sogar fast die falsche Zielgruppe aktuell.
kann sein, dass ich das mal wann anders mache. Ihr könnt ja mal in den Chat reinschreiben, wer auf jeden Fall von euch hier LMDE nutzt. Ich lese einfach mal heraus hier aus den Live-Kommentaren, dass Action-Schnitzel wahrscheinlich ein LMDE-Nutzer ist. Ich gehe auch davon aus, ohne jetzt seine Antwort schon zu sehen. Genau, genau. Nein, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. Ja, also von daher würde ich sagen, ist LMD ein sehr, sehr geiles Projekt eigentlich an sich. Aber so richtig eine breite Nutzerschaft, eine breite Zielgruppe hat es aktuell nicht. Ist ja gerade auch vollkommen okay. Ist ja, ich würde mal sagen, erstmal als Backup gedacht für die Linux-Mint-Nutzer. Und wer weiß, vielleicht stellt sich Ubuntu wirklich mal so blöd an, dass sie sich noch viel, viel mehr verscherzen. Ich könnte mir vorstellen, das kommt in der Zukunft, vor allem mit den ganzen Snap-Zeugs. Ja, ist auch eigentlich einzigartig und sogar, ich sag mal in Anführungszeichen, die leichteste Variante, so etwas hinzukriegen. Stell dir mal vor, es würde eine FD geben, eine Linux Mint Fedora Edition oder FE dann. Linux mit AE. AE Arch Edition. Aber bitte das pure Arch, ne? Weil sonst ist das ja alles verfälscht. Also da Arch, ist, by the way. Ja, da habt ihr ja schon gesagt, dass es durch die Ähnlichkeiten, dadurch, dass Ubuntu auf Debian aufbaut, natürlich das, ich sag mal, der leichteste Weg ist, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Oder quasi sein Rettungsboot schon mal so halb aufzupumpen. Ja, wenn dann die Flut kommt, tust du noch die letzten drei Stöße rein stecken und dann kannst du auf hoher See. Dann läuft das knallrote Gummiboot, ne? Genau. Mit der Knallgrüne. Knallgrün. Das Knallgrüne, natürlich. Ist ja auch Linux Mint. Wobei, die geben ja so ein bisschen ihre Farbe auf, ne, im Desktop. Jetzt ist es blau und gelb. Ja, doch, das Logo ist grün. Ne? Die Waschmaschine beim Hochfahren, dieses drehende Logo. Hat mal der Clem selber im Post als Waschmaschine bezeichnet. Von daher ist es bei mir jetzt auch die Waschmaschine. Von daher habe ich auch eine Waschmaschine im Haus. Ja. Das musst du erstmal sagen. Nicht schlecht. Sorry. Ja. Das auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt spaßeshalber mal nachgeguckt bei Arch Linux. Also, du kriegst Cinnamon Desktop und du kriegst auch den Warpinator. Also wenn du jetzt irgendwann mal richtig viel Freizeit haben solltest, könntest du dir wahrscheinlich was Ähnliches irgendwie zusammenstellen und die Einstellungen, die bei dem Linux Mint Cinnamon drin sind, damit reinpacken, damit es genauso aussieht. Aber es hätte ja eine ganz andere Basis. Also ich glaube nicht, dass sie es jemals vorhaben, sowas zu tun, aber prinzipiell könnte man das bestimmt irgendwie machen. Frage ist natürlich wiederum die Sinnfrage dabei und wer nutzt das und will man das überhaupt? Aber prinzipiell könnte man das schon machen. Ja, klar, so mache ich ja so ähnlich mit dem Linux Assistance oder Cross-Kompatibilität, das funktioniert schon. Ganz klar. Der Action-Schnitzel schreibt, LMDE ist für Leute, die wissen, wie es geht, aber zu bequem sind, alles im Terminal zu machen. Ich würde sagen, ist ja eigentlich auch Ubuntu Linux Mint, würde ich mal sagen, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass das unbedingt ein Verkaufsargument für LMDE ist. Ja, du hast es ja sogar schon gesagt, also die Schnittmenge für die Leute, wo richtig, die LMDE gefallen, also Debian ja, dann quasi noch von Action-Schnitzel zu faul, das selber zu machen und Cinnamon mögen, die Schnittmenge ist dann doch durchaus gering, möchte ich mal fast so die These in den Raum stellen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es da wirklich sehr, sehr viele Leute gibt. Gibt es schon ein paar, aber in Relation zu anderen glaube ich nicht. Also wenn der Tag käme, dass das Linux Mint Team sagt, wir drehen jetzt Ubuntu den Rücken zu und Mensch, Debian Mint, da bist du ja. Komm, wir machen mal die anderen Versionen zu dir kompatibel und ab geht's. Dann würde ich sagen, ja, dann hat das Ganze Potenzial. Und zwar richtig viel.
Dann auf jeden Fall, ne? Also wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, ich sag mal, das Linux mit Ubuntu richtig gut zu nutzen, dann wird, denke ich, auch, wenn die auch irgendwie versuchen, so einen Updater zu einem LMDE zu schaffen. Also, dass man ein Migrierungstool von, das könnte mir vorstellen, dass es funktioniert. So ein Migrierungstool von Ubuntu zu Debian hin. Das hat sicher schon mal jemand gemacht. Installation? Hm. Würdet ihr sagen, das würde klappen? Also ich glaube, man müsste ein bisschen was einstellen mit speziellen Skripts, aber ich glaube, das müsste gehen. Du müsstest dann das apt-update und apt-upgrade und das ganze Prozedere drumherum forcen, weil, wo ich mir jetzt ad hoc vorstellen kann, wo es knallen könnte, wenn du den Ubuntu-Unterbau hast, der aktueller als der letzte Debian oder der aktuell stabile Debian-Unterbau ist, hast du ja neuere genau. Pakete auf deinem System und müsstest downgraden. Und das müsstest du auf jeden Fall forcieren, das müsstest du im Skript behandeln. Aber im Endeffekt müsste es rein theopraktisch funktionieren. Theopraktisch, absolut. Ich würde sagen, also ich glaube, wenn, würde man die Ubuntu-Version noch mal einen Ticken länger laufen lassen und dann auf das aktuellere Debian dann gehen. Also klar, wenn du ein aktuelleres Ubuntu hast und dann, das wird nix. Aber ich glaube, ansonsten kriegst du das, glaube ich, verhältnismäßig gut hin. Was natürlich flöten geht, sind die PPAs. Die gibt es halt eben unter Debian so erstmal nicht. Ansonsten funktioniert ja alles schon sehr, sehr ähnlich. Also ich muss sagen, als ich jetzt den Linux Assistant auf LMDE umgestellt habe, ich musste gefühlt an 5 Stellen irgendwas nur anpassen. Und 3 davon waren die Texterkennung, wo steht jetzt LMDE? Oder anstatt hier Linux Mint, glaube ich. Also ich habe tatsächlich mehr an Linux Mint spezifische Umstellungssachen gehabt, als dass ich mich an der Debian-Version vom Linux Assistant orientiert habe. Das ist echt erstaunlich gleich, was ich nicht gedacht hätte. Also vom Gefühl erstmal. Mhm. Könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Das riecht nach einer Challenge, schreibt Action Schnitzel. Das wäre ultra witzig, dass man mal ein älteres Linux Mint zu einem neueren Debian migriert und einfach mal schaut, was rauskommt. Ob das was rauskommt. Doch mal eine Idee. Ob was rauskommt. Genau. Wäre also eigentlich ultra witzig. Also nach dem Reboot, ob da noch was rauskommt oder ob dem ja, genau. schwarz bleibt. Genau. Das wenn man einfach, ich glaube, das geht sogar relativ einfach. Du musst alle PPAs runterschmeißen, sozusagen. Und dann nimmst du, also ich würde nicht das aktuelle Linux nehmen, sondern die 20er-Version, 20.3 nehmen. Und dann copy-pastest du einfach die LMDE6-Quellen in die Quellen von dem. Hatten, APT, jetzt mal rein, dumme rein. Theoretische Frage, hatten in Linux Mint standardmäßig schon PPAs drin? Nein. Im System? Da müsste man ja wirklich mal mit einem frischen, etwas älteren Mint Cinnamon auf das aktuelle LMDE 6 upgraden. Zu versuchen, tun, täten. Wir machen es einfach mal und schauen, was rauskommt, ne? Ja, wäre mal so ein Dienstagsprojekt oder so ein Donnerstagsprojekt, je nachdem. Je nachdem. Absolut. Schreibe ich mir direkt gleich mal auf. Moment. Wir könnten es ja, wir könnten es ja sogar zu dritt durchziehen. Am Dienstag, da ist ja eh frei. Da kann man sogar das länger sitzen. Am Dienstag ist bei dir jetzt frei? Nee, Dienstag ist Feiertag. Ach, diesen Dienstag. Ah, ja, ja, gut. Yeah. Ja. Gut, da haben wir, glaube ich, schon irgendwas an. Wir müssen mal schauen, aber irgendwas eventuell umrangieren. Wir das abstellen. Genau. Ja. Ist eigentlich auch alles nur Güterwagen. Genau. Wäre eigentlich sehr, sehr witzig, einfach mal zu schauen, was rauskommt. Hey, mehr als schief gehen kann ja nichts. Ne? Es war jetzt ein Spontanvorschlag. Also, was haben wir denn da? Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht hinkriegen. Ob wir das dann Dienstag dann auf Linux Guides machen. Ja, kriegt also. Da hätten wir schon die Fragestunde. Ach, das ist die Fragestunde. Die ist immer ein bisschen, die ist immer ein bisschen heilig. Aber danach kann man viel mehr umgehen. Quoten drin. Muss schon sagen, also es ist schon immer relativ gut geklickt. Ne? Also wir machen das natürlich erstmal, um natürlich vielen Leuten zu helfen, aber umso schöner ist es natürlich, wenn es auch gut angenommen wird. Ne? Mhm. Genau. Wir könnten ja einfach uns selbst die Frage stellen und die werden wir in epischer Breite und Länge dann selbst beantworten.
Ja, das wäre Klingt das nach einem marketingtechnisch das Plan? Beste. Das ist eine richtig gute Idee. Das machen wir so. Hat Jean etwa nicht frei? Hat, doch, den Feiertag hat jeder. Den Feiertag hat zwar jeder, aber ich glaube, ich werde da jetzt nichts irgendwie Aber frei feiertagsmäßig leider hast du machen. nie. Nee. Also ich bin ja schon sehr in der Selbstständigkeit mittlerweile gefangen. Ich mache sehr selten frei, leider. Tja, selbst und ständig. Selbstständig. Aber es macht sehr, sehr viel Laune. Und ich schaffe auch ab und zu relativ viel. Kommt immer auf den Tag an. Ja, ist doch gut. Ja, also zu der Idee, gibt er mir einfach Bescheid. Wenn nicht, dann machen wir das irgendwie anders. War jetzt nur spontan, weil da ja eh theoretisch Feiertag ist. Da hätte man Zeit. Aber wenn ihr da schon die Fragestunde habt, das ist ja auch völlig okay. Können wir ein anderes Mal machen? Können wir Apropos an einem anderen Fragestunde. Linux machen? Ja. Die Fragestunde ist auf linuxguides.de und damit willkommen im Werbeblock. Hallo? Ach, der Werbeblock. Wo Ja. wir schon beim Werbeblock sind, diese Tux-Tage, von denen ich gehört habe, kann man sich da eigentlich noch bewerben für einen Vortrag? Ach, ja, ich glaube, da sagst du genau was Richtiges. Noch 2 Tage kann man sich bewerben bis zum 30. September, also bis Samstag. Ich glaube, ich habe immer bis Freitag gesagt, weil ich nicht zählen kann. Aber bis Samstag könnt ihr noch Vorträge einreichen. Wir suchen noch fleißig Vorträge und haben noch ein paar Plätze frei. Von daher einfach mal auf tuxtage.de gehen und dann werdet ihr da zugeklatscht mit Buttons und dann werdet ihr es finden auf jeden Fall. Wir würden uns riesig freuen, auch gerne etwas speziellere Themen oder auch die ganzen Klassiker. Ja, also wir freuen uns eigentlich um so ein, je bunter das Vortragsprogramm ist, würde ich mal sagen, desto besser. Also von daher, ja, schaut euch das gerne mal an. Und man muss dafür nicht die eigene Haustür verlassen. Und wenn man an dem Tag keine Zeit hat, kann man das auch theoretisch aufnehmen. Und dann spielen wir das da ab. Das haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht in der Vergangenheit. Hat super funktioniert. Oh, Wie Chat. lange Guck dürfen in den diese Chat. Vorträge sein? Ah, gibt's bei. Ja, sorry. Wie lang dürfen die Vorträge sein? Bis zu 60 Minuten ist eigentlich alles drin. Zwischen 15 und 60 Minuten. Also 15 und 60 Minuten ist alles drin. Also ihr müsst damit auch jetzt hier keinen Riesenklopper füllen. Genau, gibt es bei den Talkstagen auch wieder eine Gaming-Nacht? Es gibt sowas in der Richtung. Dazu werden wir noch demnächst nochmal etwas größer etwas veröffentlichen. Freue dich darauf auf jeden Fall schon. Ist auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles geplant. Und wann die Linux-Guides-Tasse? Ihr werdet lachen. Ich glaube, da ist es gar nicht mehr so lang hin. Oh. Ja, so ist das. Aber da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten. Keramik oder Emaille? Ich glaube Keramik, ne? Ach. Also ich glaube, Emaille ist jetzt erstmal den Keylook vorbehalten. Die haben so eine schöne Emaille-Tasse, da kommen wir auch nicht ran. Ne? Also das wäre ja. Doch, doch, geht schon. Man kann sowas in dem Kapitalismus durchaus kaufen und dann geht das. Also Ich es meine, ist durchaus möglich. schönheitstechnisch kommen wir da nicht ran. Ästhetisch, Ja, gut. Ja. das wird nicht laufen. Ne? Von daher. Und das Fallgeräusch bei so einer Keramiktasse ist ja einfach ungebrochen. Ja. Stimmt absolut. Wobei mir ist meine ganz alte Tuxtage-Tasse, die 2020er, also die erste Tasse, so das erste Projekt, die ist ganz, ganz tief in meinem Herzen drin, die ist mir letztens runtergefallen und Gott sei Dank blieb sie ganz. Gott sei Dank blieb sie ganz. Das spricht für Aber die ja, Qualität. Qualität, ne? Ja, das Q in Tuxtage, ihr wisst, steht für, okay, aber jedenfalls Qualität. Qualität, Qualität. Ja, kann ich nur sehr empfehlen. Leider, ich glaube, da haben wir auch nur 15 Exemplare insgesamt drucken lassen von der Tuxtage 20 Tasse. Ich glaube, ich habe das Design auch gar nicht mehr. Oder ich müsste es, wenn dann irgendwo aus dem Archiv rausgraben. Von daher ist es schon was ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, wir haben es noch irgendwo im Archiv Safe. ja. An den Joke kommt auch nichts ran. Das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Oder mal ein paar Nix-Tasten machen. Einfach mal Mit weiße nichts Tassen mit drin. nichts drauf und nichts drin. Genau. Und wenn man die gerade in der Hand hält, dann hat die auch nichts drunter. Ja. Und da Kann ist ein auch. Loch drin.
Genau. Ja. Da bleibt nichts drin. Genau. Nichts drin. Die hält nichts. Das Spitze. Und du nimmst nichts zu. Okay, jetzt reicht's. Ja. Das ist gut. Das ist die gut. Waage zeigt nichts an. Okay. Es tut mir leid. Mhm. Es tut mir sehr leid. Genau. Ja, Kilux braucht man jetzt nicht mehr bewerben. Die sind durch. Aber die sind durch und die Vorträge sind jedenfalls so weit, wie sie nicht einem. Also ein paar von den Mitschnittdateien waren leider kaputt. Also es ist nicht nur, gab nicht nur ein paar Probleme beim Streaming, sondern auch in den Dateien, in den Aufzeichnungen. Soweit das in Ordnung ist, ist es jetzt auch online, also bei YouTube und bei PeerTube. Und da könnt ihr euch das Ganze natürlich nochmal angucken. Da gibt es was mit uns dreien hier. Zwei Vorträge sogar. Und dann habt ihr beiden ja jeweils noch einzelne Vorträge gemacht. Und nee, ich habe diesmal gar nichts alleine gemacht. Genau, ich hatte immer irgendwie was anderes zu tun. Also ja, du hast einen aus der Konserve. Den KI-Vortrag. Stimmt, stimmt. Richtig. Ich hatte ja schon vorbereitet. Wer hätte es uns auch zeitlich nicht gepasst, dass ich da mich irgendwo hingesetzt hätte. Mhm. Genau, also guckt euch das an. Da ist viel Schönes mit bei, sehr viel Wissenswertes. Ja, alles durchweg, was wir so diesmal hatten. Genau, guckt da einfach mal rein. Absolut. Nur sehr zu empfehlen. Sehr viele tolle genau. Vorträge gewesen. Und nächstes Jahr gibt es wieder im September welche. Ah, oh, das wird schön. Das stimmt. Theoretisch könnte man das sogar ausrechnen, wann das ist. Das ist ja bei uns immer der Software Freedom Day, an dem wir das Ganze ausrichten. Ich habe noch gar nicht geguckt, wann der jetzt ist im 24, aber irgendwann im September wird es sein, es verschiebt sich ja immer so um so ein paar Tage, dass es dann an dem Wochenende landet. Ja, genau. Es darf halt sich nur nicht ein Wochenende nach vorne verschieben, weil dann habe ich ein logistisches Problem. Das ist halt für mich immer wichtig. Das kollidiert mit einer anderen Veranstaltung. Das ist natürlich dann blöd, ne? Naja, nee, aber ich glaube, das ging mal richtig schön hin. Freue ich mich drauf. Genau. Worauf man sich auch noch freuen kann, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, Haukes YouTube-Kanal. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Die meisten, die gerade auf Twitch dabei sind, kennen meinen Twitch-Kanal, twitch.tv/saintofsinner. Linux Guides hatten wir schon erwähnt, oder? Ja. Genau. Das Forum auf jeden Fall, ja. Mhm. Und reicht. Ja, genau, die Livestreams, von daher, ja, hatten wir schon. Genau, das wusste ich jetzt nämlich nicht mehr. Und ja, damit Werbung Ende, ne? Man wehe, so die Tasse wird nicht flauschig, ne? Wehe, die Tasse. Ja, das ist ja cool, wenn die so ein irgendwie so ein Stoff oder so einen flauschigen Pelz. Das kann man aber bestimmt häkeln oder stricken. Das häkeln oder stricken. Ich glaube, das wäre mal so eine richtig spezielle Editionstasse, wenn du eine Emaille-Tasse hast und die dann quasi noch umhäkelt. Das wäre schon sehr, sehr wild. Also da würde ich auf jeden Fall mitmachen. Da können wir eine Häkelstunde machen am 1. April. Oh. Ich sehe mich. Wir brauchen nur die richtige Farbe für die Wolle. Ich sehe da schon den Tassenschoner von GnuVC. Der Tassenschoner von GnuVC, absolut. Ja, ja, ja. Das ist so bekloppt, das könnte sogar was werden. Das könnte was werden. Schreib's dir lieber auf. Das schreiben wir uns auf. Und dann sind wir nachher komplett in so Wolle eingestrichen. Genau. Können uns nicht mehr bewegen. Kann jemand den Stream ausmachen und was zu essen bringen? Genauso wie wenn man ein Kopfhörerkabel anfasst. So. Ja, dann ist auch, ja, genau so ungefähr wird das ablaufen. Ich habe nebenbei mal geguckt, also der Software Freedom Day wäre nächstes Jahr am 21. September, das ist der Samstag. Von daher wären die Linux-Tage 19., 20. und 21. September. Also wenn da nicht noch irgendwas dazwischen kommt, dass wir dringend einen anderen Termin brauchen, aber das wäre erstmal dann höchstwahrscheinlich der angepeilte Termin für 2024. Moment, ich gucke gleich in den Kalender.
Was man so alles live nebenbei noch machen kann, ist doch toll, ne? Ja, furchtbar. Schon mal also, glaube ich. Fürs also, nächste ich, Jahr? Ich, absolut, ne? Kann man hier direkt dann veröffentlichen. Nee, ich bin auf jeden Fall wieder dabei nächstes Jahr, wenn alles klappt. Dann, na, bis ja. jetzt. Dann wäre es mein fünftes Mal Kilux in live schon. Also, 20. 21. Crazy. Hast du jetzt prognostiziert. Ja, ja, genau. 19, 20, 21. Ja, das wird auch bei mir passen. Hui, das ist doch gut. Ausgezeichnet. Das ist mal Planung, ne? Ja, genau. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Es sei denn, es hat noch jemand irgendwie was zu Linus mit Debian-Edition zu sagen oder allgemeine Anregungen. Eher noch eine organisatorische Frage, die in einer sehr nahen Zukunft liegt. Geht es gleich noch weiter auf deinem Twitch-Kanal bei Saint of Sinner oder ist für dich gleich Sendeschluss? Für mich ist gleich Sendeschluss. Ich wollte eigentlich ein Banana-Pie mit einem Raspberry-Pie zusammenclustern. Dabei ist mir aufgefallen, dass man Banana-Pie nicht quasi remote einrichten kann und da wirklich noch klassischen Monitor braucht, dadurch, dass man es schlecht zeigen kann, die Einrichtung, und die heute dran gewesen wäre, mache ich die offscreen, weil das hat überhaupt keinen Mehrwert. Und eben, ich habe heute meine Farben bekommen für mein Winterbastelprojekt für mein Zweirad. Ich muss nachher noch mit meinem Kunstpinsel, mit diesem extrem langen Borsten üben. Das hatte ich dir gestern, glaube ich, schon mal erzählt, Hauke. Das werde ich dann heute stattdessen machen. Ist nichts für den Kanal, leider. Nee, obwohl du kannst ja mal spontan das Kanalthema ändern, machst du mal was Analoges. Heute wird gemalt. Nicht mit Krita oder GIMP, sondern analog. Ich glaube, das will keiner sehen. Ach, wer weiß. Käme auf einen Versuch drauf an. Heute nicht. Ich muss erst mal gucken, wie ich überhaupt klarkomme. Kann ja auch daneben gehen. Ja. Okay, wann final der Termin für Kilux? Ja, den könnte man eigentlich schon so fast finalisieren. Es sei denn, es wird nochmal der Kalender geändert. Also theoretisch müsste es der sein. Irgendwann wird mal so ein auf der Kilux-Webseite oben der Banner ausgetauscht. Da steht ja, bei welches Datum wir haben. Und dann wird es auch eine Ankündigung geben über die Kanäle, die wir sonst immer so bespielen. Wobei sich da in nächster Zeit wahrscheinlich was ändern wird. Also aus Twitter X wird wahrscheinlich nichts werden. Da werden wir was anderes denn wohl nehmen. Es gibt ja diverse sagen wir mal Nachfolger, die in die Fußstapfen treten. Und ja, also man wird es mitkriegen, zum Beispiel Mastodon, das wird uns wahrscheinlich noch sehr lange erhalten bleiben. Einfach da dann mitfolgen. Oder die Mailingliste, die werde ich demnächst mal wieder reaktivieren müssen. Da hat sich die Software beim Update etwas selbst zerpflückt. Das hat nicht geklappt von Debian 11 auf 12. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich noch mal eine andere Mailinglisten-Software installieren und genau, auch noch so ein Projekt. Mailman? Ja, Mailman. Genieß es. Ich habe ein schönes Video dazu gemacht, Mailman 3. Und ich kann dir empfehlen, nicht mit SQLite zu arbeiten, sondern direkt mit der Postgres-Datenbank als Backend. Die habe ich sogar, also das hat sich, das hat ja vorher funktioniert, aber beim Update von Debian 11 auf 12, da hat sich. Ich weiß es nicht, ich bin ja auch kein Python-Experte, also da hat sich eine Menge zerlegt und teilweise habe ich die Fehler auch behoben und ich überlege, ob ich mal was anderes ausprobiere, was deutlich netter aussieht. Ja. Mailman 2 oder Mailman 3? Schon den Dreier, ne? Drei. Dreier, also schon. Von 2 auf 3 habe ich ja die Migration gemacht, habe ich auch ein Video zu gemacht. Wahrscheinlich, ich glaube sogar mehr. Und das war schon so ein kleiner Krampf damit und naja. Da musst du mal. So viel dazu. Wir sind komplett weg vom Thema. Okay, da musst du aber mal gucken und mal eine Suchmaschine deines Vertrauens angeben. ISP-Config Debian Upgrade. Weil ISP-Config ist Mailman mit drin und ich glaube, da ist dieser Upgrade-Schritt oder die Schritte, die du machen musst, um das weiterhin benutzen zu können, mit drin. Das musst du dir mal zu Gemüte führen. Okay. ISP-Config, wer es nicht kennt, so ein Open-Source-Hosting-Panel-Webserver-Verwaltungstool.
glaube sogar aus Deutschland, wenn mich nicht irre. Muss man sich mal anschauen. Also eine Domain aus DE haben sie. Also DE-Domain haben sie. Aber da ich schon... Also Mailman 2 war ja insofern okay, das lief ja über sehr, sehr viele Jahre ohne Probleme, hat verschiedene Debian-Updates mitgekriegt, lief immer durch, super Sache. Mit 3 musste ich kämpfen und vielleicht ist das jetzt für mich nochmal so der letzte Ansporn, von dem Ganzen mal Abschied zu nehmen und eine Alternative zu wählen. Also ich habe mir schon was ausgeguckt, was eigentlich ganz nett aussieht, also sieht erstmal nett aus. Ist Go-basierend das Ganze und dass ich da dann vielleicht denn mal den Umzug in Angriff nehme, um mir in Zukunft damit eine Menge Arbeit zu sparen. Was gab's denn da? Mailmonk oder irgendwie so? Listmonk. Listmonk heißt es auf jeden Fall. Genau. Ist für E-Mail-Kampagnen sowas in die Richtung. Ja, es ist ja prinzipiell dasselbe fast. Ja. Ja, also ich habe tatsächlich einen Verein laufen mit Mailman 3 und das läuft jein zuverlässig halt. Also manchmal kommen manche Mails nicht an, da konnte ich auch nicht viel machen. Aber ansonsten doch, also das hat sich direkt nach der Installation von Mailman 3 nach 2-3 Wochen selber zerlegt, die SQLite-Datenbank. Das war sehr nervig. Dann habe ich mir gesagt, okay, gut, ich mache alles nochmal neu, jedenfalls die Listen. Ich hatte Gott sei Dank noch ziemlich die Listendateien und habe sie mir dann auch nochmal abgespeichert separat, dass ich, wenn das jetzt nochmal in die Knie gehen sollte, relativ einfach wiederherstellen kann. Und ansonsten, ja, so richtig zufrieden bin ich nicht, aber es läuft irgendwie. Ne? Also ich habe auch mal auf der Linux... bei den Linux-Tagen in Augsburg dann mit jemandem drüber gesprochen, der hat einen sehr, sehr coolen Vortrag über das Mail-Hosting insgesamt genannt und vor allem, wie das mit eigenem Mail-Server betreiben ist, und so eine richtige tolle Lösung gibt es da leider nicht. Also da darfst du ganz viel selber dann mit dran machen. Das ist ja irgendwie gut, so ist es. Das ist ja brutal heiße News, die hier reingespült wird. Es kommt wirklich der neue Raspberry Pi 5 in 4 Wochen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gerade noch mal auf der Raspberry Pi-Seite nachgelesen. Das ist ja richtig wild. Oh. Wo wir schon dabei sind. Also ich habe die Seite nicht aufgemacht. Was kann denn der? Neben der neueren CPU jetzt 2,4 GHz Quad-Core haben wir auch 2x4K HDMI. Hatte ja vorher, glaube ich, auch. Aber ich glaube nicht auf 60 Hertz, sondern nur auf 30. DDR, wie wird es gelesen? LPDDR4X müsste DDR4 RAM dann sein. Wenn ich mir jetzt nicht verlese. Das ist schon mal ziemlich verrückt. PCI kann man nichts sagen. Da, PCI 2.0. Einmal. Das ist ja jetzt, also... Ein Power-Button. Jetzt haben sie mich. Allein wegen dem Power-Button. Das ist nicht mehr mein Raspberry Pi, wie ich ihn kenne. Ne? Power-Button auch, das ist ja... Weiß ja gar nicht, was du damit machen sollst als Raspberry Pi-Nutzer. Wozu ist das gut? Ja. Da kommt hier wirklich nochmal so eine News rein. Das ist ja verrückt. Ich gehe fest. Sehr cool. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall im Stream auch drauf. Ja, gut, wir sind eigentlich thematisch ja schon längst am Ende. Wir sind sowas von am Ende. Ja, in der Tat. Ja, gut, egal. Guckt euch die Seite an, wenn euch das interessiert, und kauft es oder lasst es bleiben. Aber Gigabit Ethernet mit PoE. Du brauchst gar kein Netzteil mehr, wenn du PoE hast. Da tun sich ganz neue Möglichkeiten für Raspberry Pi Cluster auf. Geil, Raspberry Pi Cluster. Hat ja jemand gemacht, Linus Tech-Tipps oder sowas, ne? Ich schuste ja auch noch dran. Und um nochmal zu Scabler zurückzukommen, doch, mit Kubernetes geht's dann irgendwann weiter, nur nicht heute im Anschluss. Sehr cool. Gut. Ja, in dem Sinne, so, nochmal die letzte News mit abgearbeitet. Reicht für heute. Stimmt. So. In dem Sinne, danke an alle, die es
wie ihr jetzt so fleißig dabei wart. Danke an dich, Hauke. Danke an dich, Jean, fürs dabei sein. Und an alle, ein Dank an alle, die es sich dann später nochmal auf Spotify anhören oder später auf YouTube ansehen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, gesund bleiben und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Tschüss.